Ihre Bedeutung für den Eisenbahnverkehr in Deutschland kennt mit Sicherheit jeder der hier Anwesenden. Daher beschränke ich mich auf ein paar Worte zur 103226 und ihrem persönlichen Lebenslauf. Gebaut im Jahr 1973 wurde sie am 21. September 1973 in Hamburg-Eidelstedt in Dienst gestellt und dort auch beheimatet. 27 Jahre war sie von dort aus im Einsatz vor Trans-Europe-Express, Intercity, Eurocity, Interregio und D-Zügen. Zeitweise diente sie auch als Zuglok für Messwagen des Forschungs- und Technologiezentrums München. Und all die Jahre trug sie ihre Ursprungslackierung weinrot-beige. Jetzt warten wir noch ein bisschen, bis sie daher gerückt ist. Sie hat an der Spitze sogar den alten schwarzen Bundesbahnkriegs, den heißt man schon gesagt, also ist die Windzeichen schwarz. Im November 2000 kam sie zum Bahnbetriebswerk Frankfurter 1 und bald darauf zum Lokomotivclub 103 e.V. Dort wurde sie ab 2003 restauriert und wieder in den heutigen Glanz versetzt. Sie blieb Eigentum der DB Fernverkehr, bis Ende 2012 der Leihvertrag mit dem Lokomotivclub auslief. Gleichzeitig liefen auch die Leihverträge vieler anderer Lokomotiven der Baureihe 103, die dem Fernverkehr gehörten, aus. Dort wollte man sich vom Besitz historischer Fahrzeuge trennen und verkaufte die Lokomotiven mit Wirkung vom 4. Januar 2013 an das Museum Nürnberg.